ausstopfen lassen. Dann ist er. Hier, Herbert. Guck mal, was die Mama nicht gekocht hat. Schön lecker. Lecker ist er. Lecker. Der macht auch immer mal gern so ein schönes Bierchen. So, ich auch. Lecker. Hören tut er auch schlechter als früher. Naja, aber mir gefällt das ganz gut so. Prost, Herbert. Eine Frau, die ein spätes Glück in der Partnerschaft gefunden hat. Wenn sich Eheleute nicht verstehen, liegt es oft nur daran, dass keiner von beiden ausgestopft ist. Aussetzen! Franzi! Ach so. Palma del Mallorca. Gefährliches Versehen. Interessiert sich das überhaupt? Doch auch hier, wie in jeder Ehe, ist nicht alles eitel Sonnenschein. Na ja, ich muss sagen, nicht wahr? Auch in unserem Alter, nicht, hat man ja auch noch so seine Bedürfnisse, ne? Aber da ist er jetzt Essig mit, ne? Naja, der Tierpräparator hat dann gesagt, wir können ja den unteren Teil gleich noch mitmachen. Ne, hab ich gesagt, weg damit, ne? Irgendwie hat's mich ja auch angeekelt, muss ich ehrlich sagen. Und sehr wahrscheinlich ist das Ding da unten in der Erde schon verfault, ne? Naja, gut, ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und ich finde noch so einen schönen Unterbau nach einem Motorradunfall, den man käuflich erwerben kann. Ne, ich meine, schöner wär's ja schon, ne. Willst du machen? Den beiden kann man nur Glück wünschen. Treue über den Tod hinaus, das ist wirklich zu beneiden. Hoffen wir, dass dieser braven Frau ihr größter Wunsch auch noch in Erfüllung geht und sich recht bald einen Motorradfahrer totfährt, ohne seine Beine und den Pillermann zu beschädigen.